Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Liechtensteinischen Landesmuseums und des Liechtensteinischen Postmuseums begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Eröffnung der Sonderausstellung Mächtige Mauern und Minnesangenburgen auf Briefmarken. Es freut mich einerseits recht herzlich, dass so viele Leute erschienen sind, und ich möchte einen ganz besonderen Gruß an die Mitglieder und Vorstandsmitglieder des Vereinsfreunde des Liechtensteinischen Landesmuseums, allen voran deren Präsidentin Hermine Haug, begrüßen. Recht herzliche Begrüßen. Mit seiner Anwesenheit beehrt uns auch, ich sehe ihn hinten, der Herr Helmut Führer. Er ist seines Zeichens Präsident vom Liechtensteiner Philatelistenverband. Herzlich willkommen. Und wenn Sie mir erlauben, möchte ich in Lobo all jene begrüßen, die in irgendeiner Art und Weise sehr eng mit unserem Museum verbunden sind, sei es beispielsweise als Mitglied vom Stiftungsrat oder als Mitarbeitende oder als externe Partner oder eben als treue Besucher. An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei jenen bedanken, die mit dieser Ausstellung, die wir anschließend im Postmuseum eröffnen, viel Arbeit und vor allem auch viel Herzblut hineingesteckt haben. Dank dem wirklich hervorragenden Teamwork von unseren Leuten ist wieder eine wunderbare Sonderausstellung gelungen, und lassen Sie sich überraschen, in einer halben Stunde werden Sie sie dann auch sehen. In den Grußworten des Vizepräsidenten des Stiftungsrats unseres Museums, Stefan Badliner, werden wir dann auch noch namentlich das Kernteam, das hier Verantwortung dafür zeichnet, hören. Eine Ausnahme möchte ich aber machen, und zwar möchte ich der Kuratorin dieser Ausstellung, Caroline Hilte, erstens einmal recht herzlich gratulieren und zweitens herzlich danken für ihren Einsatz. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache geworden. Ich habe es schon am Nachmittag heute anschauen dürfen. Und nun kann ich übergeben an die Grußworte an unseren Vizepräsidenten Stefan Badliner. Liebe Caroline Hilti, lieber Alexander Muxl, sehr geehrte Damen und Herren. Burgen und Schlösser faszinieren und fallen auf. Ob verfallene Reste eines Turms oder einer Mauer oder prächtige wiederaufgebaute Anlagen wie Schloss Vaduz oder Burg Gutenberg. Diese Zeugen längst vergangener Zeiten ziehen in ihren Bann. Unweigerlich stellt man sich vor, wie die Menschen dort lebten, wie sie sich verteidigten, und man fragt sich, weshalb diese Anlagen aufgegeben wurden. 4 der 5 mittelalterlichen Wehranlagen Liechtensteins, nur die untere Burg Schellenberg fehlt noch, sind auf Briefmarken zu sehen und Teil dieser Ausstellung. In etwas mehr als 100 Jahren, seit die Burg Gutenberg erstmals als liechtensteinische Briefmarke auf einer liechtensteinischen Briefmarke abgebildet war, sind mehrere Dutzend Ausgaben mit dem Schloss Vaduz, dem Wildschloss der Burg Gutenberg und der oberen Burg Schellenberg erschienen und erfreuten sich großer Beliebtheit. Die Ausstellung, die wir nachher sehen werden, umfasst rund 100 Exponate. 35 der veröffentlichten Briefmarken zeigen Burgen und Schlösser. 16 weitere Briefmarken befassen sich mit dem zweiten Motiv, nämlich mit bekannten Minnesängern, die wie Burgen, Schlösser und Ritter in Rüstungen zum verbreiteten Bild des Mittelalters gehören. Bereits in den 1960er Jahren sind Briefmarken zum Minnesang erschienen. Dies, weil auch in Liechtenstein ein bekannter Minnesänger beheimatet war. Heinrich von Frauenberg muss gegen Ende des 13. Jahrhunderts von Graubünde nach Balzers gekommen sein, wo er auf der Burg später lebte. Alle 16 Darstellungen, die in der Ausstellung zu sehen sind und auf liechtensteinischen Briefmarken veröffentlicht wurden, stammen aus einer spätmittelalterlichen Handschrift, dem Codex Manesse, der auch eine wichtige Quelle für die Texte des Minnesangs ist. Es freut mich besonders, dass die Briefmarkenausstellung, die wir heute eröffnen, eine richtige Eigenproduktion ist, weil dadurch das Potenzial der Sammlung und der Personen, die das Museum zu dem machen, was es ist, zur Geltung kommen. Von Seiten des Stiftungsrats des Landesmuseums möchte ich all jenen unseren Dank aussprechen, die für das Gelingen verantwortlich sind, namentlich Interimsdirektor Alexander Muxl für die Gesamtleitung. Für die Kuratierung und die informativen Texte in der Ausstellung danken wir Caroline Hilti, für den Ausstellungsbau Fabien Delerue-Vogt, German Foser, Caroline Hilti und Thomas Müssner,
Für die Beleuchtung danken wir German Voser und für die Kommunikation Alexandra Tichy. Für die Gestaltung des Ausstellungsintros und der Werbemittel sind Matthias Marxer und Gregor Schneider von Matthias Marxer Est Atelier für visuelle Gestaltung in Triesen verantwortlich. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, lieber Stefan, vielen Dank für deine Gruß- und Dankworte. Und nun dürfen wir schon gespannt sein auf die Einführung in diese Ausstellung, und zwar durch die Kuratorin Caroline Hilte. Caro, die Bühne gehört dir und wir sind schon gespannt. Besten Dank für die liebe einführenden Worte, Alexander und Stefan. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur Eröffnung der Sonderausstellung Mächtige Mauern und Minnesang – Burgen auf Briefmarken. Sie knüpft dabei an die Sonderausstellung Mittelalter am Bodensee an, die noch bis Mitte April hier im Landesmuseum zu sehen ist. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten einen Einblick in die Sonderausstellung geben, insbesondere anhand ausgewählter Briefmarkenentwürfe. Ja, als Kind träumte ich davon, Burgfräulein zu werden. Ich malte mir aus, wie es so wäre, in einem wunderbar prächtigen, wunderschönen Gewändern durch eine herrschaftliche Burg zu wandeln und den Minnesängern bei ihren edlen Darbietungen beizuwohnen. Geklappt hat es nicht ganz, aber immerhin bin ich Teil des Burgteam Burg Gutenberg geworden. Denn die Burg Gutenberg ist seit 2010 wieder für Besichtigungen, kulturelle Veranstaltungen oder gar für Hochzeiten für die Bevölkerung zugänglich. Seither helfe ich mit viel Freude als Betreuungsperson bei Anlässen auf der Burg Gutenberg mit. Schon als Jugendliche war ich vom Mittelalter fasziniert, das längst nicht mehr nur als eine düstere Zeit gilt. Auf den Bildern sehen Sie, wie ich als Jugendliche unzählige Mittelaltermärkte und Ritterturniere besuchte. Ja, Ritterturniere gibt es auch heute noch. Denn nicht nur ich bin vom Mittelalter fasziniert. Solche geselligen Anlässe erfreuen sich großer Beliebtheit und Faszination. Man könnte beinahe sagen, das Mittelalter ist in. Aber warum eigentlich? Das Mittelalter ist epochal. Als Mittelalter bezeichnet man heute grob die Epoche der europäischen Geschichte zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit, also etwa von 500 bis 1500 nach Christus. Das Hochmittelalter vom 11. Jahrhundert bis ca. 1250 gilt dabei als die Blütezeit des Rittertums und des Minnesangs. Das Mittelalter ist wehrhaft und repräsentativ. Zu den wichtigsten Symbolbildern des Mittelalters gehören die Burgen. Eine mittelalterliche Burg war ursprünglich ein befestigtes Gebäude zum Schutz vor militärischen Angriffen, welches zugleich einem Adligen als Wohn- und Herrschaftssitz diente. Im Laufe der Jahrhunderte trat die Schutzfunktion gegen militärische Angriffe zugunsten der Funktion als Herrschaftssitz des jeweiligen Adligen zurück. Ständig bewohnte Burgen, wie die Burg Vaduz, wurden oft zu repräsentativen Residenzen ausgebaut und fortan als Schloss bezeichnet. Wie Sie auf der Karte der Region Liechtenstein-Sargans-Werdenberg sehen können, ist unsere Region reich gesegnet mit Burgen, die sich bis heute erhalten haben, wenn auch zum Teil nur als Ruinen. Und ja, liebe Balznerinnen und Balzner, die Mörderburg lasse ich bewusst aus. Denn sie gehört zwar zu unserer Gemeinde Balzers, liegt aber auf Fläscher Gemeindegebiet und somit in der Schweiz. Es gäbe aber auch keine Briefmarke zu dieser spärlich erhaltenen Ruine. Das Mittelalter ist geistreich und farbenfroh. Neben den mächtigen, grauen Mauern der Burgen wirken die mittelalterlichen Darstellungen des Codex Manesse, einer mittelalterlichen Liederhandschrift, kunterbunt. Das Buch zeigt 140 Dichter, die sogenannten Minnesänger, die Einblick in das höfische Leben des Mittelalters geben.
Der Minnesang gilt als die älteste Form deutschsprachiger höfischer Liebeslyrik. Die Texte wurden gesungen und mit Musik begleitet vorgetragen. Seit Mai vergangenes Jahres ist der Codex Manesse Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Das Mittelalter ist bis heute präsent. Das Schloss Vaduz und die Burg Gutenberg gehören zur ersten Briefmarkenausgabe Liechtensteins, die 1920 mit abgeänderten Motiven erschien. Denn bis dahin zierten der damalige Fürst und das Staatswappen die liechtensteinischen Briefmarken. Hier sehen Sie drei Briefmarkenentwürfe der mehrteiligen Serie vom österreichischen Grafiker Luigi Casimir. Die in der Mitte befindlichen Rahmenzeichnung diente dabei als Vorlage für alle weiteren Markenmotive, wobei lediglich die Ellipse in der Bildmitte und der Nennwert ausgetauscht wurden, damals noch in der alten Währung Heller und Kronen. Die Briefmarkentitel habe ich oben in fetter Schrift angegeben, darunter der Serientitel und das Ausgabejahr. Zahlreiche weitere Briefmarken mit Burgermotiven sollten in den nächsten 100 Jahren noch folgen, von denen einige in der Sonderausstellung zu sehen sind. Was erwartet Sie überhaupt in der Ausstellung? Die Sonderausstellung gliedert sich in vier Kapitel. Zum einen werden vier der fünf erhaltenen Burgen Liechtensteins auf Briefmarkenentwürfen mit zahlreichen Außen- und einigen Innenansichten gezeigt. Es sind dies das Schloss Vaduz, die Burg Gutenberg sowie die beiden als Ruinen erhaltenen Burgen Chalon und die obere Burg Schellenberg. Nur von der unteren Burg Schellenberg, von der nicht mehr viel erhalten ist, gibt es keine Briefmarken. Zudem wird das Phänomen der Burgenrenaissance, also der Burgenromantik, und die beliebte Minnesänger runden die etwa 100 Exponate umfassende Ausstellung ab. Unter den Briefmarkengestaltern befinden sich unter anderem Walter Wachter, Marianne Segel, Adolf Thuma, Jacques Sonderer, Otto Zeiler und Georg Malin. Vom Schloss Vaduz, dem Wahrzeichen Liechtensteins, gibt es natürlich mit Abstand die meisten Briefmarken, gefolgt von der Burg Gutenberg. Das Schloss Vaduz, auf einem Felssporn 100 Meter über dem Rheintal gelegen, ist weithin sichtbar und weit mehr als eine touristische Attraktion. Vermutlich Mitte des 13. Jahrhunderts als gräfliche Herrschaftsburg erbaut, wechselte es mehrmals den Besitzer, bevor es 1712 von Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein erworben und fortan im 18. Jahrhundert als Schloss Hohenliechtenstein bezeichnet wurde. Die erste Phase besteht aus einer ummauerten Kernburg mit Bergfried im Osten und einem zweigeschossigen Hallengebäude. Mit einem Wohnturm und weiteren An- und Ausbauten wurde die Burg sukzessive erweitert, bevor sie 1499 zerstört und wieder aufgebaut wurde. So entstanden unter anderem die beiden wehrhaften Rondelle im Süden und Norden der Burg, deren bis zu 5 Meter dicke Mauern ein Verteidigungssystem gegen die neuen Feuerwaffen darstellten. Außerdem wurde der Wohnkomfort verbessert und die Innenräume mit Malereien versehen. Später ließ man einen barocken Garten anlegen. Aus der wehrhaften Burganlage wurde ein offenes Schloss. Die Zeichnung der Schlossfassade unten links, die als Briefmarkenmotiv wieder verworfen wurde, stammt wie die erste Landeskarte Liechtensteins von Johann Jakob Heber kurz nach dem Kauf des Schlosses durch die Fürstenfamilie. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts war das Schloss schließlich nicht mehr bewohnt und zerfiel zu einer verwahrlosten Halbruine. Im 19. Jahrhundert erregte das Schloss aufgrund ihrer malerischen Lage und der aufkommenden Rheinromantik das Interesse der Burgenrenaissance. So dienten Teile der Halbruine als Gefängnis, als Garnison für das liechtensteinische Militär und bis 1896 wurde eine Schlosswirtschaft, also eine Schenke, betrieben.
Sein heutiges Aussehen verdankt das Schloss Fürst Johann II., der es 1904 bis 14 im Stil eben dieser europäischen Burgenrenaissance wiederaufbauen ließ. Schließlich ließ Fürst Franz Josef II. Das Schloss wohnlich ausbauen, der ab 1938 als erster Fürst ständig auf dem Schloss wohnte. Eine ähnliche Geschichte, wenn auch nicht ganz so imposant und prunkvoll, weist die Burg Gutenberg in der südlichsten Gemeinde Balzers auf. Die Burg Gutenberg liegt auf einem Inselberg, der sich rund 50 Meter über das Rheintal erhebt. Die Anfänge der Burg und die Frage nach ihren ersten Besitzern sind nicht vollständig geklärt. Der strategisch gut gesicherte Hügel, auf dem die Burg thront, wurde seit jeher von Menschen aufgesucht. Die berühmtesten Funde, 9 aus Bronze gegossene Votivfiguren aus der jüngeren Eisenzeit, also etwa 5. bis 1. Jahrhundert vor Christus, wurden am südlichen Fuß des Hügels gemacht. Die ältesten kulturellen Aktivitäten auf dem Hügel reichen jedoch bis in die mittlere Jungsteinzeit und somit über 6000 Jahre zurück. Ab dem 7. Jahrhundert wurde auf der Hügelkuppe ein Gräberfeld angelegt und eine Kapelle errichtet. Eine Erweiterung dieser Kapelle ist als Errichtung des ältesten Burgteils, der Ringmauer, wohl im 12. Jahrhundert denkbar. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts waren vermutlich die Freiherren von Frauenberg Besitzer der Burg. Sie verlieren jedoch die Burg an den habsburgischen Anführer Ulrich von Ramschwag und die Burg ging an die österreichische Herzöge über. Als österreichischer exterritorialer Vorposten gegen die Bündner und Eidgenossen stand die Festung Gutenberg immer wieder im Mittelpunkt militärischer Ereignisse. Mitte des 18. Jahrhunderts hat sie jedoch ihre militärische Bedeutung verloren und wurde dem Zerfall überlassen. Auf dem Kaspar Anselm Großrubatscher zugeschriebenen Aquarell von 1842-43 sehen Sie die Ruine mit einem großen Loch in den Außenmauern links. Dieses Schicksal von der Aufgabe der Burg Gutenberg ereilte übrigens viele der ehemals herrschaftlichen Burgen und Schlössern Mitteleuropas. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts widmeten sich einige Baumeister jedoch diesen Ruinen, um sie wieder aufzubauen und zu bewohnen. Dieser Burgenbau um 1900 wird als Burgenrenaissance oder Burgenromantik bezeichnet. Dabei ging es meist nicht nur um die idealisierte romantische Vorstellung vom Leben als Burgherr, sondern die Baumeister wollten die Burgen und Ruinen oft erforschen, rekonstruieren, restaurieren und schützen. Einer dieser Baumeister war der Vaduzer Bildhauer, Architekt und Maler Egon Rheinberger, der die Burg Gutenberg kaufte und sie 1905 bis 12 wieder aufbaute. Den Grundriss der Burg ließ er nahezu unverändert. Im Nordosten erweiterte er die Anlage um eine neue Kapelle und weitere Gebäude. Rheinberger eröffnete 1920 eine Gastwirtschaft und bewohnte die Burg mit seiner Familie bis zu seinem Tod 1936. Von 1951 bis 1979 war die Burg im Besitz der aus Triesen stammenden Schauspielerin Hermine Kindle de Contreras Torres und ihres Mannes Miguel. Danach erwarb das Land Liechtenstein die Burg, die sich seither im öffentlichen Besitz befindet. Seit 2001 finden auf der Burg regelmäßig Konzert- und Theaterveranstaltungen statt. Teile der Innenräume können im Rahmen von Führungen besichtigt werden und die von Rheinberger errichtete Kapelle kann als besonderer Trauort mit einzigartiger Burgkulisse genutzt werden. Unweigerlich zur Burg Gutenberg gehört auch der Minnesänger Heinrich von Frauenberg. In Liechtenstein wurden, wie bereits erwähnt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Schloss Vaduz und die Burg Gutenberg in einer Mischung aus symbolischer Bedeutung und praktischem Nutzen wieder aufgebaut.
An die heute verklärte und romantisierte Zeit des Mittelalters erinnern Briefmarken aus den 1930er Jahren, von denen zwei Heinrich von Frauenberg gewidmet sind. Heinrich von Frauenberg ist ein Sinnbild des Mittelalters in Liechtenstein, denn er war nicht nur ein streitbarer Burgherr, sondern auch ein Minnesänger. Die Brücke vor der Burg ist übrigens frei erfunden und soll die romantische Szenerie unterstreichen. Die Identität des Minnesängers ist nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich stammte er aus einem Bündner Geschlecht, das in Ruschein seine Stammburg hatte. Ein Heinrich von Frauenberg wird 1257 erstmals erwähnt. Ende des 13. Jahrhunderts residierte er auf der Burg Gutenberg. Da es über 20 Jahre keine schriftlichen Quellen über ihn gibt, ist davon auszugehen, dass es zwei Personen namens Heinrich von Frauenberg gab, wahrscheinlich Vater und Sohn. Wobei der Sohn wohl auf der Burg Gutenberg ansässig war. Wer von beiden der Minnesänger war, lässt sich nicht mehr feststellen. Sollte es der Jüngere gewesen sein, so hätte Liechtenstein tatsächlich einen nachweisbaren Minnesänger. Er ist noch ein drittes Mal auf einer liechtensteinischen Briefmarke vertreten, denn rund 650 Jahre nach seinem Tod erschien ihm und anderen Minnesängern zu Ehren 1961 die erste Minnesänger-Serie. Gegen Ende der Minnesängerzeit wurden die Liebeslieder des westeuropäischen Adels gesammelt und in verschiedenen Handschriften festgehalten. Die berühmteste davon trägt den Namen der Zürcher Familie Manesse. Der dort entstandene Codex Manesse, eine mittelalterliche Liederhandschrift mit 426 beidseitig beschriebenen Pergamentblättern, befindet sich heute in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Neben mittelhochdeutschen Dichtungen enthält der Codex Manesse 137 ganzseitige Illustrationen, die die Dichter bei höfischer Tätigkeit zeigen oder bestimmte Stellen aus ihren Werken darstellen. Die 17 Briefmarkenmotive der insgesamt 4 Briefmarkenausgaben von 1961 bis 70 stammen aus eben diesem Codex Manesse. Die Bilder wurden jedoch nicht einfach reproduziert, sondern von der Druckerei Courvoisier in La Chaux-de-Fonds komplett neu gezeichnet. Heinrich von Frauenberg ist wohl der einzige Vertreter der liechtensteinischen Dichtkunst. Er wird als kampfeslustiger Haudegen beschrieben, der auch einen ritterlichen Gegner im Tios besiegt. Sein Schild, der Frauenberger Greif, ist seit 1956 das Wappen der Gemeinde Balzers. Der bekannteste Vertreter der höfischen Dichtung ist Walter von der Vogelweide. Die Abbildung zeigt ihn nachdenklich auf einem Stein sitzend, was auch sein Liedtext widerspiegelt. Es mag überraschen, dass der Codex Manesse keine Musiknoten enthält. Obwohl mittelalterliche Dichtung meist gesungen wurde, hält die Liederhandschrift nur die literarische Ausführung fest, denn die höfische Melodie ist meist nicht überliefert. So können wir uns heute nur vorstellen, wie die Musik damals geklungen hat, so wie wir uns nur vorstellen können, wie das höfische Leben im Mittelalter wirklich war. Die Ihnen in den letzten Minuten gezeigten Beispiele sowie die weiteren Exponate der Sonderausstellung Mächtige Mauern und Minnesang, Burgen auf Briefmarken sollen einen vielfältigen Einblick in die erhaltenen Burgen und Ruinen Liechtensteins und die damit verbundenen Symbolbilder geben. Ich hoffe, ich konnte Sie anregen, nicht nur die Sonderausstellung zu besuchen, sondern auch wieder einmal eine unserer öffentlich zugänglichen, wunderschönen Burgen und Ruinen zu besichtigen. Zum Abschluss möchte auch ich mich ebenfalls bei folgenden Personen bedanken. Stiftungsratsvizepräsident Stefan Baltliner für die Grußworte,
unserem Interimsgeschäftsführer Alexander Muxl für die Unterstützung in verschiedenen Bereichen, Thomas Müssner für die Rahmung der Bilder sowie ihm, Fabien Delary-Vogt und German Foser für den Aufbau der Ausstellung, German Foser ebenfalls für die Beleuchtung der Ausstellung und das Einrichten des Livestreams, Alexandra Tichy für die Kommunikation der Ausstellung, Christina Noser, Monika Michels, Sabina Nägele und allen anderen vom Team des Liechtensteinischen Landesmuseums für die vielen Arbeiten im Hintergrund, Matthias Marxer und Gregor Schneider für die Herstellung der Werbemittel, Markus Burgmeier, Hans-Jörg Frommelt, Willi Büchel und Marcel Bieler für ihr offenes Ohr für meine vielen Fragen, dem Historischen Verein für das Fürstentum Liechtenstein für seine Leihgaben sowie Ihnen, verehrte Gäste im Publikum und im Livestream, für Ihr Kommen. Nun übergebe ich gerne das Wort wieder an Alexander Muxl. Vielen Dank. Liebe Caroline, herzlichen Dank für deine wunderbare Einführung. Ich glaube, wir sind jetzt alle schon sehr gespannt auf diese Ausstellung, die wirklich ein Augenschmaus ist. Und um das Prozedere kurz abzuleiten, wie wir das machen, wir würden jetzt alle zusammen ins Postmuseum rübergehen und im Anschluss an die Ausstellungsbesichtigung oder die Tour durch das Postmuseum würden wir wieder hierher kommen, wo wir Sie gerne auf einen Apro einladen werden und unser Team rund um Margret uns verwöhnen wird. Was wir wieder brauchen, ist auch für den Abspann eine kurze Ruhephase, und ich möchte vorher mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind. Genießen Sie den Abend noch, zuerst die Ausstellung und dann den Apro, und vielen Dank für Ihr Kommen.